So, ich heiße euch herzlich zurück bei beim Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Let's Play. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, dass wir Majula erkundet haben. Jupp. Haben hier mit allen Leuten geredet. Und haben jetzt drei Wege zur Auswahl. Also einmal hier, den Weg hier, den uns Thornton empfohlen hat, als erstes zu gehen. Also er hat ihn als erstes genannt. Der soll in den Wald der gefallenen Riesen und zu einer riesigen Festung führen, die wir da hinten gesehen haben. Dann hätten wir hier den zweiten Weg, hier hinten. Da hat Solden gemeint, er führt zu Heides Flammenturm, das wir da hinten gesehen haben, im Meer versunken. Aber er versteht den Turmmechanismus hier an dieser Stelle nicht. Also ja, wir können das untersuchen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Wenn wir hier durchs Fenster schauen, sehen wir da hinten was zum Plündern aufschimmern und hier würde der Weg weitergehen. Aber Solden hat uns das als zweites erzählt. Also werden wir auch erst als zweites dort entlang gehen, sobald wir im Wald der gefallenen Riesen fertig sind. So, der dritte Weg, den wir noch hätten, wäre hier das Loch runter. Allerdings ist der Fall tief und tödlich. Dazu bräuchten wir erst den Katzenring von ihr oder anderweitige Hilfe. Ja, und hier hinten sind die Killerschweinchen, die ich euch auch gerne nochmal zeigen möchte. Man sieht, die halten sehr viel aus. Und bringen einem eigentlich auch fast gar nichts. Wow. Also ja, mit denen muss man sich eine ganze Weile rumschlagen. Die selber machen jede Menge Schaden. Aber man selber macht kaum Schaden, jedenfalls am Anfang bei ihnen nicht. Wow. Versuchen wir erstmal eins loszuwerden. Genau, da sieht man, das macht schon nicht wenig Schaden bei uns. Und droppen tun die gerade mal 20 Seelen. Ich werde sie jetzt aber trotzdem mal töten. Einfach mal, um es euch zu zeigen, wie nervig diese kleinen Viecher hier sein können. So, Nummer 2 ist weg. Sie droppen halt auch nichts. Also sie sind einfach nur nervige kleine Zombieschweinchen. Au. Die ein bisschen Schaden machen. So, weg mit dir. Gut, das waren jetzt 60 Seelen für ungefähr eineinhalb Minuten lang auf Schweinchen einprügeln. Und ja, das Einzige, was wir hinten finden, eine Siegnachricht und eine Geheimfahrt voraus Trollnachricht. Sehr schön. Weil hier hinten ist einfach nichts. Das ist nur ein leerer Hinterhof. Und die Schweinchen respawnen auch immer fleißig, wenn man rastet. Haben aber so jedenfalls im normalen New Game überhaupt keinen Sinn. Bei New Game Plus habe ich es noch nie richtig ausprobiert. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie da irgendwas zu tun haben. So, die Smaragdboote steht immer noch da hinten. Die können wir noch ignorieren, weil wir noch keinen eine Seen für ein Level-Up haben. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal, wie Solden gesagt hat, in den Wald der gefallenen Riesen. Plündern erstmal hier die Truhe. Rostige Münze. Und dann geht's hier weiter. Also erstmal hier zu einem verschlossenen Gitter, aber hier ist der Weg weiter, nämlich zu einem Tor. So, öffnen wir mal.
Und ja, man kann hier nicht drunter durchrollen. Man muss wirklich warten, bis das Tor weit genug offen ist, dass man nochmal durchgehen kann. Und hier rauscht es ziemlich laut, weil hier Wasser in der Nähe abfließt. Ja, richtige Strömung. In dieser Höhle. Beherrschung wird benötigt, ja. Also, was man hier vorsichtig rübergeht zu dieser Truhe. Und hier ein Menschenbild findet. Sehr schön. Da drüben haben wir auch noch was zum Plündern gefunden. Niederer Gegner voraus. Ja, da hinten ist nämlich so ein Riesenhippo. Den ignorieren wir jetzt erst einmal. Gehen hier lang. Und töten den Axtschleuderer, der uns hier verfolgt. So. Man sieht, der gibt schon mal mehr Seelen als so ein Schweinchen. Und lässt sich auch leichter töten. So, ein Heimatknochen und eine Seele von dem Untoten. So, den Riesenhippo, den können wir eigentlich ignorieren. Der hat nämlich keine so große Aggro-Range. Genau, der geht da ganz ruhig hin und her. Die Hüllen hier... Oder die Hülleninfanterie besser, die hat eine etwas höhere Aggro-Range. Wie man sehen kann. Und hier ist auch gleich das erste Leuchtfeuer in diesem Gebiet. Also ja, Leuchtfeuer sind hier recht großzügig verteilt teilweise. Einfach, dass man nicht nochmal den ganzen Weg vom Bachula aus laufen muss. So, der hat uns schon mal gesehen. Also schalten wir ihn gleich aus. Wir können das Schwert ruhig zweihändig nehmen. So. Obwohl einhändig hat mich mehr Ausdauer, auch wenn ich kein Schild zum Blocken habe. Das da hinten ist ein Bogenschütze, da drüben steht einer und hier unter der Brücke hat sich auch einer versteckt. So, erstmal den Bogenschützen ausweichen, den Lebensstein einsammeln, den der eine gedroppt hat. Wow. Ja. Das ist nichts geworden. Au. So, weg mit dir. Dann steht der hier auf. Und noch einer von hinten. Gut. Das war schon mal nett. Nicht wahr? So 4, 5 Gegner. Einfach mal so aus dem Nichts. Und der... Noch eine Seele. Sehr schön. Schurke voraus. Ja, normalerweise müsste einer von den Axtkämpfern, die mir gerade in den Rücken fallen wollten, hätte normalerweise mich da angreifen sollen. Also früher jedenfalls in der normalen Dark Souls 2 Version war das so. Dass der erst aufgestanden ist, nachdem man den Loot geplündert hat. Hier oben wird es übrigens auch lustig. Früher war es nämlich hier so, dass hier 4, 5 solche Hüllensoldaten rumpatrouilliert sind und dann auf einmal alle auf einmal gekommen sind. Jetzt sieht man hier ziemlich viele Hüllen rumliegen und wenn man näher an sie rangeht, hat man erstmal die Chance, sie zu backstabben. Also jedenfalls ein Teil von ihnen. Kommt damit leicht an Seelen ran. Der dann nicht, aber der hat auch keine Waffe. Der ist also eher harmlos. So.
Noch einer von der Sorte und man hat gerade gehört, wir werden von irgendwo beworfen. So. Wow. Von dem da nämlich. Wow. Und der wirft ziemlich gut. Dich ignorieren wir erst nochmal. Und gehen erst hier lang. Vorsicht vor Feind. Ja, da oben nämlich sind Feinde. Wir wollen aber erstmal da drüben an den Loot ran. Da müssen wir hier ziemlich genau hüpfen. So. Seele eines namenlosen Soldaten und 10 Wurfmesser. Die Wurfmesser vor allem sind praktisch. Deswegen tue ich die auch gleich mal hier ausrüsten. So. Und wieder hier hoch. Klettern. So, jetzt muss ich hier nach oben. Beziehungsweise wieder runterrutschen, weil hier kommt einer von oben. Und der hätte mich einfach runtergetreten. Wenn ich an der Leiter geblieben wäre. So, deswegen den loswerden. Und ja, da hinten ist der Bombenschmeißer. Man sieht es ihm schon an. Der sieht etwas gefährlicher aus als die einfachen Hüllen, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Au. Da gehe ich nochmal in Deckung und trinke einen Estus-Flakon-Schluck. Und schlage ihn schnell, bevor er mich schlagen kann. Das ist nämlich das Schöne, man kann sie leicht unterbrechen. Wenn sie nicht einen vorher unterbrechen. So. Dann hier rüber gehüpft. Hier ist nämlich nochmal was. Ein Kurzschwert und eine Seele eines Untoten. So, das heißt, wir können wieder zurück. Übrigens, der Sprung hier ist noch etwas freundlich. Wenn man ihn nicht schafft, hier unten ist nämlich eine Plattform, auf der man zwischenlanden könnte. Allerdings gehe ich den regulären Weg zurück erstmal. Weil sonst lande ich mitten in den ganzen Hüllen drin und das will ich nicht. Und ja, man sieht an dem Moos, die Festung ist schon ziemlich alt. Von hier aus kann man übrigens auch ziemlich gut das Schloss sehen. So, okay. Dich habe ich getötet. Dich habe ich, glaube ich, auch schon getötet. Dich habe ich noch nicht getötet. Da steht dein Freund hier auch gleich mit auf. Ja. Du hast noch ein Wurfmesser für mich. Zerbrochenes gerades Schwert. Das nutzloseste Schwert überhaupt. Etwas Erstaunliches. Ja, hier war mal etwas Erstaunliches. Nämlich im normalen Dark Souls 2 saß hier ein weißer Ritter. Den werden wir allerdings auch noch begegnen. Nur etwas später. So, den hier mal exekuten. Dich habe ich schon. Du stehst nicht mehr auf. Du, da stehst noch auf. Hast noch ein Wurfmesser. Noch ein zerbrochenes gerades Schwert. Du stehst auch noch auf. Ups, jetzt habe ich ihn mit der Faust geschlagen aus Versehen. Ja, ich könnte theoretisch, da das hier ja Dark Souls 2 ist, hier geht das mit dem Dual Wield besser. Was? Gegenstand? Ah, dafür bräuchte ich 10 Geschick. Könnte ich jetzt mit dem Kurzschwert Dual Wielden. Aber fürs Kurzschwert habe ich nicht genug Geschicklichkeit. Also entferne ich das wieder und nehme mir nachher ein Schild, wenn ich eins finde.